Hey und willkommen zu Episode 3 meines Avatar Frontiers of Pandora Let's Plays. Dann wollen wir mal weitermachen. Wir müssen Schmetterlingen folgen. Bild sieht aber anders aus als beim letzten Mal. Bisschen diesiger auf jeden Fall. Uiuiui, da explodiert gleich wieder was in meinem Gesicht. Was ist denn das hier? Ah, ich glaube, das ist der Turm, den wir letztes Mal zerstört haben. Wow, also die Natur in Pandora ist echt schnell. Lockt man sich einmal kurz aus und dann ist alles in Schutt und Asche und die Natur hat zurückerobert. Naja, gut. Schmetterlinge. Was ist denn das hier? Shadows Burst. Ich glaube, die hat man auch schon. Oh, genau. Die enthält die Samen. Die explodiert, wenn man drauf schießt. Zumindest nach einer gewissen Zeit. Hallo? Willst du nicht explodieren? Ah, ich glaube, die hat die Ladung schon dahin abgegeben. Na gut. Kann ich nicht behaupten. Was ist denn? Na gut, was ist denn das hier? Kinglaw Forest, Soul's Delight, are planned with electrostatic tendrils that shock nearby threats. Bin ich ein Threat? Ja, ja, ja. Aber ich kann sie trotzdem einsammeln. Wollen nur ein bisschen geschockt werden. Sehr schön. Kann ich hier auch noch? Au, au. Hör mal auf damit. Anscheinend habe ich wieder Hunger. Ja. Frag mich, ob es bei einer Pflanzenart immer nur ein Minigame gibt. Also die waren jetzt alle nach rechts. Letztes Mal waren die irgendwie alle nach links. Bisschen komisch. So, ich muss was essen, sonst regeneriere ich nicht mehr. Wollen wir mal. Sehr schön. Dann diese Kaktus-Ananas-Ding, was auch immer das war. Können wir damit interagieren? Hallo? Nö. Schmetterlinge. Wo sind Schmetterlinge? Das ist ein Insekt. Sind das wieder diese Helfdinger? Ich kann die noch nicht unterscheiden. Ne, keine Ahnung, was das ist. Oh, das Tutorial wird nicht mehr angezeigt. Das heißt, ich muss jetzt selber drauf kommen, in welche Richtung. Es regnet doch jetzt gar nicht. Shelterfruit. Ah, das waren die Leopardpalmen. Sehr schön. Hier kann man auch noch was abreißen. Schön nach unten, habe ich gelernt. Ah. Wunderbar. Jetzt wäre die Frage, wo Schmetterlinge sind. Ah, gefunden. Das sieht doch aus, zumindest wie Leuchtkäfer. Oder kleine Feen. Mir egal, was es ist. Sieht ja schön aus hier. Was sind das für Fan Lizard? A small reptilian creature. Und den Rest konnte ich nicht lesen, weil der sich aus meinem Scanner wieder rausbewegt hat. So ein Jammer. Ah, echt schön mit den Leuchteffekten hier. Was sind denn das für Bälle da dran? Puffball Tree. A tall tree with globular explosive structures on the ends of its branches. Ja. Unterwältigend, würde ich sagen, die Explosion. Aber ich bin sicher, der Baum hat sein Bestes gegeben. Ist das schön hier. Aber ich denke, so wie das hier aussieht, soll man den schönen leuchtenden Baumelementen folgen. Solange wir keinen Schock davon kriegen. Da hat schon wieder so geblitzt. Hier, die Pflanzen kann ich leider auch nicht scannen. Hat aber auch was. So. Boah. Scheint hier nur eine richtige Möglichkeit zu geben. Dem Leuchtzeug nach. Den Schmetterling. Obwohl gerade gar nicht mehr so viele da sind. Ui, das war ein bisschen knapper als erwartet. Oh, das ist auch mal eine Pflanze hier. Schön. Würde ich mir auch in mein Wohnzimmer stellen. Kann ich das irgendwie abbauen? Nö.
einfach nur ein Leuchtpilz, der ein bisschen anders aussah. Da sind wieder die Quallen, die kenne ich auch aus dem zweiten Film. Waren die auch im ersten Teil? Keine Ahnung, diese Nicht-Wasserquallen. Fand ich da schon relativ cool. Ja, ich glaube, wir müssen einmal den Kopf einziehen. Und ich bin hängen geblieben. Na, anscheinend komme ich doch durch. Also doch nicht so hängen geblieben, wie ich vermutet hatte. So. Ah, hier geht's weiter. Sehr schön. Ach, und da oben stehen sie schon. Warten, dann wollen wir mal ein bisschen Tempo machen. Wieso sind die denn so laut? Ja, ja, chill. That opens only for the Sarentu to connect to Ewa after so many years. Ewa, I've dreamed of this. Das ist echt eine schöne Blume. This doesn't look right. You've never seen one before. Pandora isn't made of metal and wires. Yeah, but do you think maybe it's poisonous or something? That color. I'm sure that color means poison. Ewa would not harm us. Mercer warned me about Ewa. We'll connect together, okay? At the same time. Ich kann seine Skeptik aber nachvollziehen. Bekomme ich jetzt was Tolles? But what is this? Anscheinend eine Zwischensequenz bekomme ich. Do you know me, child? I am Entu, ancestor. Indeed, the first of our clan. We Sarentu wander Pandora, weaving together the clans with stories. You are new, are you not, to this world? Come to the Tarsu, child, when you need the wisdom of the ancestors, and you will thrive. But first, you must learn to survive. The first time you look upon Pandora is like the first time I looked upon the sea. I saw a vast, single thing, never still, always moving. But you can ride it to faraway places, or you can drown within it. To survive on Pandora, you must learn to move like the waves, to leap and to ride, to flow with the same energy. Take this gift of flow, child, and live. Ich krieg ein Fließgeschenk. Was ist es denn? Schon Lad schneller spiel. Sonst muss ich das alles skippen. Ah, okay. Muss ich nichts skippen. Das war schnell genug. Pressing space while airborne allows to perform a mid-air extension to gain even more height. When doing so, while touching a vertical surface, it allows to push away from that surface by gaining additional height. Touching the ground once is necessary after performing an air boost. Okay, der Standard-Doppelsprung, so wie es aussieht. Und wieder disconnecten von der Pflanze. Our ancestor, a real Sarentu. Do you think he knew that we... that we're different? From other Na'vi? I don't Mach das think nur. We didn't grow up in a clan. Mach doch nix. We didn't hear all our songs, our stories. We only learned the sky people's ways. Death, destruction, hate. But we still belong to Ewa, right? Mercer said Ewa brings pain. A black cloud over heart and mind, full of tricks and lies. He needed us to be afraid, to silence us, to control us. This is the way of the Sarentu. Unglaubwürdig, dass der mit der Mütze so skeptisch ist. Also zumindest jetzt. Also Mercer hat unsere Freundin erschossen damals. Ist doch klar, dass der lügt. Uiuiui. Wieso verbirgst du dich denn wieder? Ich habe Skillpunkte, sehe ich gerade. Dann
Schauen wir mal. Skills are powerful upgrades to your character, which also contribute to your combat strength rank. There are two ways to progress with the help of skills. Spending skill points in the skill trees and connecting to all the Tarsio flowers. Alles klar. There are five skill trees. Each represents a unique aspect of being Navi. Use skill points at these trees to unlock new abilities. Skill points are granted when completing main and side quests, bla bla bla. Irgendwas mit den Bäumen noch. Ancestor skills are powerful skills granted every time you connect with a new Tarsio flower for the first time. The locations of these flowers are marked on the map. Sehr gut, also so wie ich das sehe, hier unten sind unsere Ancestor Skills. Das dürfte der Doppeljump hier gewesen sein. Was haben wir denn noch so? Deeper Connection. Learn to improve your Ikran Bond with the Sarentu Memory. Das ist denn ein Ikran, vielleicht so ein Flugvieh. Your connection will increase your Ikran's Stamina, ensuring you are both prepared to face the hardest battles and longest journeys in the sky. Alles klar. Was haben wir noch so? Vielleicht hier außen. Ach, die außen sehe ich noch gar nicht. Drop Impact. Learn to surprise your enemies with the Sarentu Memory. Attacking with great force when you drop from above. Okay. Klingt jetzt nach standardmäßigen Skills. Und hier oben haben wir die 5 Skill Trees. Aktuell nur 4, so wie es aussieht. Oder sind die 5 gemeint? Ne, ich glaube oben schon die 5. Und wir haben Unknown Memory. This memory is unknown at the moment. Keep progressing in the story to uncover it. Okay, das klingt doch nach einem Plan. Dann haben wir Survivor, Warrior, Hunter und Maker. Gut, die sind ja relativ selbsterklärend. Ich bin immer ganz gern Warrior. Da gibt es meiner Meinung nach, wird man da schön stark. Aber die anderen sind natürlich auch immer eine Option. Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe... Das ist meine Combat Strength, dann sollten das hier die Skillpunkte sein. Bisschen verwirrend, dass gerade beides 2 ist. Dann gehen wir doch erstmal zu Warrior und schauen uns das hier an. Your Base Damage increases um 5%, auf jeden Fall. Nehmen wir einmal. Und ja, wir haben noch einen Skillpunkt übrig. Hier unten können wir wechseln. Was ist denn hier die nächsten? Extra Ammo 1. Plus 15 Damage zu getaggten Enemies. Interessant. Und Strength 2, your Base Damage increases by 5%. Also nochmal 5%. Okay, rechts scheint Base Damage increasen zu erhöhen. Also gar nicht so schlecht der Weg da. Schauen wir mal Survivor, was der kann. Your Base Health increases by 30. Auch nicht schlecht. Damage from Plants is reduced by 50%. Das gefällt mir natürlich auch. Vor allem gegen diese grünen explodierenden Teile renne ich echt oft. Health Pouch ist größer. Wir haben 50% mehr unserer Basisenergie. Was ist denn Energie? Ja, bestimmtes Essen. Das klingt auch nicht schlecht. Gut, dann wollen wir Hunter nochmal ansehen. Was haben wir hier? Shadow Hunter. When crouching, you are harder to detect and your speed is increased. Ja, für einen Anfang vielleicht okay. Oh, hier haben wir 25% Damage to Wildlife, also plus 25%. Double the amount of cooking ingredients earned from hunting. Das gefällt mir natürlich auch. When crouching, you make no noise. Och, Stealth ist mir in dem Spiel aktuell nicht so wichtig. Ich bin eher ein Draufgänger. Geh halt ab und zu dabei drauf, aber so macht mir es am meisten Spaß. Duration of food buffs increased by 25%. Ich würde sagen, wir haben ja einmal Barrier genommen. Dann würde ich tatsächlich weitermachen. Eigentlich würde ich mit Survivor weitermachen. Health geht nach oben. Und die Energie wird vergrößert. Aber vielleicht müssen wir in dem Spiel dann doch ein bisschen mehr jagen. Dann nehmen wir einfach mal Shadow Hunter.
Wunderbar. Und dann braucht man nur noch sehr viel mehr Skillpunkte. I'm on my way back to HQ. See you soon. Sehr. Oh, die kann ich auch noch scannen. Tarsiu. Hm, wäre das ein Assassin's Creed, könnte ich jetzt einen Todessprung machen. Muss nicht runterkraxeln. Da ist Wasser. Das könnte funktionieren. Ach, was soll's. Ausprobieren geht über Studieren. Hui. Autsch, direkt auf meine Seerose. Ah, es hat geklappt, wir haben überlebt. Immer gut, wenn das passiert. Seerosen kann ich nicht scannen. Hier könnte man hochklettern. Wo müsste man denn hin? Kann ich Wegpunkte machen? Oh, ich könnte sogar fast traveln. Hide collected. Achso. Interessant. Doch, set Waypoint. Und der wird sogar angezeigt oben. Das ist ja wunderbar. Dann gehen wir erstmal noch zu Fuß. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was, was wir ernten können. Nach unten waren die, glaube ich. Und anscheinend regnet es nicht mehr, sonst wären die irgendwie in einer besseren Qualität. Naja. Kann man da überhaupt hoch? Ich würde sagen, nein. Dann gehen wir mal die szenische Route. Über die Klippen hier. Komm schon. Da kommt er wenigstens hoch. Ich glaube, wir können einfach so lang die Klippen hochgehen, bis wir es eben nicht mehr können. Wir müssen ja nicht uns unbedingt an Lianen hochhangeln. Das ist auch ein schöner Baum. Was bist du? Nightleaf Tree. Oh, nicht bewegt. A tree often used by the Na'vi for basic crafting. Das klingt doch gut. Dann gather ich mal Zeug. Ups. War das jetzt alles? Nee, ich kann. Der hat tatsächlich mehr Ressourcen. So, der ist nach links. Das können wir uns auch merken. Irgendwie. Wunderbar. Und weiter geht's im Text. Oh, ich kann hier. Ah, nee. Ich könnte nur runtergehen. So. Auf zum Wegpunkt. Ich muss sagen, das Klettern macht auch Spaß. Ah, das war in Ubisoft-Spielen meistens der Fall. Zumindest in den Assassin's Creed-Teilen hat es auch immer relativ gut geklappt. Ab dem 1er sogar. Hat sich zwar massiv geändert in den Jahren, aber hat trotzdem funktioniert. Irgendwie immer. Mal besser, mal schlechter. Ah, eigentlich immer so, dass man sich nicht beschweren kann. Die Respawn. Oh, mein Inventar ist voll. Dann mache ich doch vielleicht nochmal ein bisschen Pfeile. Und von den Teilen. Oh, ich habe keine Sulfur-Schnecke mehr. Schade. Irgendwas hier noch respawnt. Da ist was, womit ich interagieren kann. Ein Audiolog. Oh, ich glaube, die müssen wir uns nicht anhören. Geben mir ein Spiel nie so wirklich mehr Wert. Können wir vielleicht, wenn wir alle haben, mal alle zusammen anhören, aber falls sie zusammengehören. Oh, glaube, ich sollte nicht raus, sondern. Oder? Achso, das ist ja nur mein Wegpunkt. Upsi. Da leuchtet auch was. Achso, das ist nur der Händler. Talk to. Achso, ich muss zu Priya. Mit ihr reden. Ich glaube, da ist sie. Ist die Frau mit den lila Haaren. It's really great to see you, Sarentu, settling in. Check it out. It's the, you see where, we monitor air quality levels across the western frontier, here and at our field labs. It's gotten so much better since you took out that drill site. We've been researching the effects, trying to combat them, pushing the RDA back where we can. Yeah, they're gonna kill this place otherwise. Just like home. Earth, Alma taught us about it.
Did she give you the whole story? It's, well, it's lost. Dying. Because we didn't fight for it when we had the chance. So now we're fighting for yours. We are going to make a difference here, together. Oh, Solek was hoping to catch you too. Promised him I wouldn't forget. Tell him I didn't forget! Solek nochmal. Ah, er ist im Maintenance-Bereich. Ich mach mal kurz meinen Marker weg, der irritiert mich. Set Waypoint. Alle Wegpunkte weg. Gut. So, Maintenance. Das sieht da ein bisschen nach Maintenance aus. Ah, da ist er ja. Das ist ja nicht... Da ist er! Und er hat eine Waffe. Ich glaube, jetzt kriegen wir auch eine. Ich habe einen Gorilla Strap Chest Garden Mod bekommen. Gut. Her mit der Waffe. Did the humans teach you their weapons too? No. I saw the RDA butcher my clan. The bullets slicing them to shreds. That was my lesson. I know how it feels to be among the last of your people. The humans. They are like their guns. Brought here to cause pain. The humans here were RDA once. And I will not make it easy for them to forget. They are our allies now, yes. But this is not their war. They fight for the ghost of their homeworld, but we fight for our home. Mercer got what he wanted in the end. He made us into soldiers. You are not what they made you. You are Na'vi. You will learn what that means, in time. Starting with this. I made it for you. Meine eigene Desert Eagle. Like my mother's. All Na'vi wear one. It is your life's journey for the world to see. For you to remember. Hers had more beads on it. Each bead is a moment of great importance to the wearer. I have put one in place, for now, to commemorate your first steps to freedom. Build on it. Build your own memories. Each one a new song in your heart. I hope we can. Rit Nella really wants to try. To know what it means to be Sarentu. But at the Tarsu, Nor seemed confused. Upset. Ewa shows us who we are, and who we can be. But she also reminds us of what has been lost. For your people, that is a heavy burden. Interessant. The back exit is not so exposed. He may be there. Na gut, dann versuchen wir mal den Hintereingang zu finden. Oder Hinterausgang. Nee, Hintereingang klingt richtiger. Gut, ich dachte, hier leuchtet mich auch noch was an. Finde ich aber... Okay, die reden nicht mit mir. Du bist auch nicht der, den ich suche. Bist du der Hintereingang? Ich kann ja scannen. Was ich sagen wollte, die Tradition mit den Beats und der Kette finde ich eigentlich relativ schön. So. Was bist du denn? Cooking Station. A place to cook food that will refill energy and may provide different effects. Dann wollen wir doch mal. Mehr Loot. Eine Dry Ration. Wunderbar, bisschen Trockenfutter für mich. War gerade ein bisschen irritiert durch diese Solaranlagen. Solaranlagen. Windanlagen. Das war's Wort. Experiment with cooking ingredients to make dishes, which provide temporary beneficial effects. Alles klar. Ingredients have various effects. Wunderbar. By using a specific ingredient in the primary cooking slot, you're choosing the type of effect. Interessant, okay. And place an ingredient in the secondary cooking slot to determine the duration of the effect of the final dish. Das klingt eigentlich relativ leicht. The higher the rarity of the ingredients you use in a dish, the more potent and long-lasting its effect will be. Das ist relativ selbsterklärend. Wir haben zwei Slots. Der erste macht den Effekt, der zweite die Dauer dieses Effekts. Dann wollen wir mal hier unser schön fettes Fleisch kochen. Und was nehmen wir als zweites? Vielleicht die Shelter Fruit mit einer kurzen Effektdauer. Hier haben wir Viper Wolf Lean Meat mit einer Medium-Effekt. Oh, egal.
Machen wir erstmal das. Schauen mal, was rauskommt. You can add your preferred dishes as favorites. Ah, ich glaube, ich habe auf ein Rezeptebuch gedrückt, anstatt auf Kochen. Das ist eigentlich auch eine schöne Animation. Auf wir müssen trotzdem nicht so viel kochen, sonst dauert das. Barkskin. Take 30% less damage from wildlife and RDA. Okay, klingt doch gut. Dann machen wir mal Fatty Meat mit Viperwolf Lean Meat. Ne, umgekehrt. Kann ich das zurücktauschen? Hat er das jetzt gekocht? Nö. Gut, dann machen wir mal das. Mit einer Frucht. Da bin ich gespannt, was rauskommt. Mist. Drück immer die falsche Taste. Komm schon. Sei was Leckeres. Furry. Ja. Oh, wir machen 35% mehr Schaden. Klingt doch gut. Und einmal müssen wir wohl noch kochen. Ich glaube, auch hier werde ich das mal umgekehrt machen. Dann lernen wir noch die Eigenschaft von dieser Frucht hier kennen. So, sollte ja klappen. Richtige Taste diesmal erwischt. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem, was wir kochen können. Mir sind nämlich sämtliche Zutaten dann ausgegangen. Party One gain plus 30% Base Health. Das ist auch nicht schlecht. Und alle unsere Gerichte scheinen ganz okay zu sein, zumindest. Es steht fein dran. Ich denke mal, da gibt es noch mehr Qualitätsstufen. So. Da ist. Ist das eine Tür, die ich scannen muss? Oder? Mit dem Scanner bin ich immer noch ein bisschen. Was ist denn das? Ammunition Container, ein Container for RDA Ammunitions. Wieso steht da RDA Munitions, such as basic firearm ammunition and grenades. Munitions ist ein Wort, das ich nicht sehr oft lese, muss ich sagen. Ich kenne es immer als Ammunition. Da leuchtet doch was. Immer hin zum leuchtenden Ding. Könnte ja mal wichtig sein. Aber echt, bei Nacht ist das hier. Ich mag die Welt sehr. Kann ich da hoch? Nee, ich will nicht rein, ich will hoch. Vielleicht gibt es hier oben auch noch schöne Dinge. Irgendein Loot-Container oder so. Na, ist egal. Anscheinend ist hier der Hinterausgang. Lord, where are you? Figure out which two clues go together and match them in pairs. Use your Navi's senses to inspect the clues for more context. Okay. Burst vein pod. Okay. Navi footprints. Oh, das waren also meine zwei Clues. Muss ich die verbinden. Okay, think. Nor left HQ. Definitely came this way. Burst the vein pod. Must have brushed past it. The scent. Oh, yes. Track the scent. Hätte ich das nicht gleich machen können? Ah, hier ist der Geruch von meinem Freund. Mal sagen, gehen wir dem mal ein bisschen nach. Er ist aber ganz schön weit gelaufen anscheinend. Wäre ich hier irgendwie in einer Höhle oder so wieder. I was tracking Nord by the cliffs outside, but I lost the scent. Looks like he crossed the river. I'm sure he's not gone far. Maybe he just wanted to explore a bit. Maybe. I'm going to keep climbing. Okay, anscheinend müssen wir hoch. Ja, da ist hier schon. Oh, muss ich gedrückt halten. Nu? Jetzt mal weiter hoch. Faszinierend, wie das hier leuchtet.
Was ist denn das? Lamp Lizard. A lizard that curls up at night and glows from the inside. Schmeckst du denn auch? Ah. Ich glaube, da ist nicht mehr viel übrig, was schmecken kann. Ich wusste jetzt nicht, dass die plötzlich hier anfangen zu explodieren. Nur weil man ein kleines Pfeilchen drauf schießt. Oh. Mehr Käfer. Trickster Mantis. A colorful insect. Wieso explodieren alle Sachen, auf die ich schieße? Ja, okay. Wir da müssen wir auch hoch. Was sind denn das für Schmetterlinge? Ich kann hier auch nichts anderes machen, als hochzugehen. Und mir wird irgendwie... weiß nicht, warum ich gerade diese Effekte hier krieg. So. Bringt das was? Was ist denn das? Bellspring. The spores of this plant have the ability to increase Navi's vitality when inhaled. Okay. Ist das die Richtung, in die ich muss? Ich habe keine Ahnung. Da sind nochmal so explodierende Pufferfische in der Luft. Diesmal lasse ich den aber in Ruhe. Muss ich immer noch weiter nach oben? Na gut, die Richtung. Ui, ein Flugteil. Hoffentlich kriege ich meins jetzt auch. Hey, Saltlet, you there? I think Nor's nearby. Maybe you could speak to him about your clan, how it feels. Saltlet? Alma and I are checking in on one of our other camps. It's gone quiet. You sound worried. The Sky People continue to spread. You think they found it? Sotle! Was liegt denn da? Equipment Basket. Ich glaub's ja nicht, her mit dem Loot. Komm ich hier ran? Ist das schön, wir lassen hier Equipment zurück. Firestorm String, Longbow String Mod. Firestorm. Kann ich den einfach jetzt installieren? Mods. Okay, was machst du? Show Details. Grip Mod, String Mod. Ja gut, ich sehe gerade nur, dass er Basic ist. Habe ich Cosmetics? Ich habe Cosmetics. Deswegen leuchtet das so auf. Firestorm String, Longbow String. Ah, hier sehen wir es. 6% Stealth Damage. Boah, und der Basic macht, glaube ich, nichts. Dann wechseln wir. Hier Grip. Haben wir nur den. Okay. Mach hier auch Cosmetics. Ah. Das sieht doch schon mal viel besser aus als nur das Tanktop. Oh, hier steht noch Tab dran. Das nehmen wir dann nicht. Wir nehmen mal hier das Wollknäuel. Und Mods habe ich dafür auch. 5% mehr Energie. Dann müsste ich hier doch auch Mods für haben. Waistcloth Mode. 8% Energie. Ich lese das immer falsch. 8% Energie und 5% Wildlife Damage. Ich hoffe, ja, für das Wildlife, nicht gegen uns. Und auch hier. Ja, den langen Linden-Shorts. Mit denen, ja, habe ich ausgerüstet. Ich sehe fancy aus. Wie ein echter Navi. Und wo muss ich hin? Keine Ahnung. Ich gehe mal da so in die Richtung von diesem Glow. Vielleicht. Da überhaupt hin? Yeah. Nein. Also zumindest nicht. Da durch den Wasserfall. Über den Wasserfall. Ja, das sieht schon ein bisschen. Nochmal hoch. Aber das zeigt doch da. Ich bin verwirrt. Ich gehe jetzt einfach hoch. Die haben gesagt, Klippen steigen. Ich werde Klippen steigen.
bist wieder so ein Moon Scarab. Lantern Beetle. So, Insekt, das bei Nacht leuchtet. Das sieht allerdings auch relativ cool aus. Gegen das Insekt habe ich nichts. Was seid ihr? Horned Tailu, a large caterpillar-like larve. Ach, das waren die, die wir vorhin auch im Baum gesehen haben und wieder abgehauen sind. Jetzt können wir mal eins davon ernten. Glaube ich. Nö, können wir nicht looten. So ein Jammer. Dann hätten wir es auch nicht erschießen müssen. Und ihr seid Shimmyfly, a colorful insect with several vein-like wings in a long tail. Probierst du? Ah, die kann ich nicht mal... Doch, die haben eine Hitbox. Okay. Soll vielleicht nicht auf alles, was kreucht und fleucht, schießen. Dachte aber, ich krieg Loot. Anscheinend nicht. So, dann sind wir nochmal oben. Ich bin verwirrt. Dieses Leuchten macht mich verrückt. Na egal. Das sieht irgendwie nach einem Weg aus. Anscheinend muss ich hinter mich noch... Keine Ahnung. Schauen wir mal, wo das hier lang geht. Drüber nicht anhauen. Ah, da geht's nochmal hoch. Mensch, wie weit ist der denn weggelaufen? Hätte er nicht einfach kurz irgendwie unter dem Ding wieder halten können? Ah, da war wieder dieser... Die Art Drache. Wie auch immer die Teile nochmal hießen. Ich glaube, IK... Irgendwas mit I. War ja auch ein Skildern. So, hoch mit ihr. Oh Mann, ich hoffe, wir sind richtig... Oh, was ist denn das? Ah, Dafofett. Leuchten anscheinend auch im Dunkeln. Vielleicht wusste ich schon und hab's vergessen. Oh, die Musik sagt mir, ich bin richtig. Und die ganzen Logos, die jetzt kommen. Ich glaube, jetzt öffnet sich dann das Spiel. Und wir sind mit dem Intro mal durch. Nach 3 Episoden. Und es ist komisch, dass da nochmal ein Intro kam. Oh, ein Container. Beaver Pouch. Na gut. Pouches sind immer gut. Oh, komm her, komm her, komm her. Lass dich ziehen. Wie heißt du? Mountain Ikram. Na gut. Dann würde ich sagen, müssen wir nochmal hoch. Und dann. Ah. Einfach über den Baumstamm. Oh, was sind das denn für Lichteffekte da im Baum? Soll das so? Ich glaube nicht. Okay. Ein Lagerfeuer. Ich glaube, ja. Wir haben's. Ziel erreicht. Okay, sieht wirklich so aus, als ob das Intro jetzt abgeschlossen ist. Na, wo ist der Noah hin? Ich frag mich, wie die Inseln hier schweben können. What must our ancestors think of us? Do you think they pity us? Sad to see what we've become? Ich glaub nicht. Telan barely speaks our tongue. But then... He always preferred human words. Alma says we all need time to adjust. Alma is not Na'vi. Oh, ich glaube, jetzt folgt erstmal eine Liebesszene. Why did the RDA come back? Oh, und Kamera geht schön aus dem Bild. Oh, anscheinend sind wir schnell fertig. They always do. Then we'll need to fight. Yes. Ahari would have wanted us to fight. Was ist denn da denn jetzt schon wieder los? Hey!
here. Oh, thank God. I'm picking up more RDA, heading that way. Oh je, das gibt Ärger. Aber nicht für uns. Die werde ich fertig machen. We'll make sure HQ is safe. Sehr gut. Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Hey, der hat Fische gefangen. Die wir nicht looten können. Na gut, dann wissen wir, wo wir hin müssen beim nächsten Mal, weil ich denke, das reicht tatsächlich schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.